So, howdy ho, hier ist wieder euer Akifell. Ihr seht, heute geht es mal um einen Jackie Chan Film und zwar City Hunter. Über Jackie Chan brauchen wir wohl echt keine Worte mehr verlieren. Der dürfte nun wirklich jedem ein Begriff sein, hoffe ich mal. Und seine Filme finden auch bei sehr vielen Leuten, ja, meiner Ansicht nach auch mehr als gerechtfertigt, sehr hohen Anklang. Es ist nicht nur, dass Jackie Chan überaus sympathisch ist, auch für Europäer, was man nun ja nicht von jedem asiatischen Schauspieler behaupten kann. Er legt halsbrecherische Stunts und Kampfszenen aufs Parkett, ohne für jedes noch so kleine Risiko Double zu benutzen. Und er führt auch bei einigen Werken selbst ganz gekonnt Regie und meistens bieten seine Filme neben der erstklassigen Action auch sehr, sehr viel Humor. Doch selbst in Chans illustrer Geschichte sticht City Hunter so ein bisschen heraus. Denn erstmal basiert prinzipiell auf einem Manga. Meines Wissens ist diese Geschichte um den Privatdetektiv City Hunter, gespielt von Chan, der eine junge Millionärstochter beschatten soll und der dadurch auf einem Luxusliner landet, auf dem Terroristen einen großen Coup planen. Eigens für diesen Film geschrieben, aber die Charaktere sind wohl wirklich aus dem Manga übernommen. Ne? Auch mal was Neues. Sicherlich ist City Hunter bei weitem nicht Jackie Chans bester Film und auch seine Weggenossen Sammo Hung und Yuen Biao, mit denen er so einige Klassiker gedreht hat, sind wieder mal nicht an Bord. Dafür gibt es mit Gary Daniels und Richard Norton andere actionerfahrene Verstärkungen, in Form der Antagonisten halt, und noch mehr abgefahrenen und trashigen Humor als sonst. Als in so ziemlich irgendeinem Jackie Chan Film, der mir einfällt. Und fangen wir mal echt beim Humor an, denn der sorgt dafür, dass City Hunter definitiv im Gedächtnis bleibt und auch aus Chans Filmografie ein bisschen heraussticht. Denn hier merkt man die Manga-Herkunft der Figur besonders an. City Hunter ist lüsterner als James Bond nach einer langen Durststrecke. Dazu der klassische Shonen-Hauptcharakter. Irgendwo also ein liebenswerter Volldepp mit dem Herz am rechten Fleck. Norton als McDonald alias Big Mac ist auf eine derart urige Art und Weise größenwahnsinnig und sadistisch, dass man es schon nicht mehr annähernd ernst nehmen kann. Naja, und Daniels als Handlanger findet sich ebenfalls in einigen herrlich dämlichen Situationen wieder. Das zieht sich durch so ziemlich alle Charaktere, die irgendwo eine Bedeutung für die Story haben. Und ob City Hunters eifersüchtige Assistentin, die, ich nenne es mal Kampf-Amazone Anna, der Kartenbetrüger, / Spieler Gundam, die beiden Videospiel-Nerds, alles schreit nach Manga und Anime und ist dementsprechend erheiternd. Wenn man die Art von Humor mag, versteht sich. Kann ich was mit anfangen, von daher Jackpot. Und wo wir schon dabei sind, für manch einen das kleine, für andere das traurige Highlight ist dann auch der Kampf zwischen Jackie Chan und Gary Daniels. Denn hier schlüpfen die beiden in die Rollen zweier Charaktere aus dem Videospiel Street Fighter. Daniels ist Ken, das passt wie Arsch auf Eimer. Jackie Chan ist Chun-Li. Das sagt eigentlich schon alles, ne? Dass der Kampf nicht sonderlich ansehnlich choreografiert ist, das stört in Anbetracht der Over-the-Top-Videospiel auf LSD-artigen Inszenierung sicher manch einen. Andere feiern es. Ich feiere es auch ab. Also. Und auch an anderer Stelle gibt es halt wirklich humoristische Anspielungen. Jackie Chan bekämpft zwei hünenhaftige Farbige im Bordkino, während der legendäre Pagodenfight von Bruce Lee gegen Kareem Abdul-Jabbar im Hintergrund läuft. Unser Held City Hunter entleitet nach anfänglichen Problemen einfach Bruce Lees Ideen und setzt sich so durch. Am Ende fällt nur dann noch Lees Satz, ich mag dich, und Jackie schaut ganz verdattert rein. Also das ist schon irgendwo sehr, sehr geil, sehr, sehr lustig, das muss man sagen. Neben diesem allgegenwärtigen, ich nenne es mal nett, dezent trashigen Humor, stimmt allerdings auch die Action. Und Jackie zeigt sich hier von der besten Seite, wenn es um die Verbindung aus klassischer Choreografie oder Klasse-Choreografie und Gewitztheit angeht, geht. Daniels ist ebenfalls halt ein mehr als talentierter Martial Artist,
auch wenn er hier nicht alles zeigen darf, was er kann und viele seiner Filme nur auch wirklich nicht gut sind. Und der Rest des Cast fügt sich perfekt ein. Der Showdown zwischen Chan und Norton hält den hohen Standard und setzt dem Ganzen gekonnt die Krone auf. Dass bei all der Action früher Kürzungen für eine FSK 18 nötig waren, bezieht mir den Humor mit ein, ist das natürlich himmelschreiender Quark. Für eine FSK 12 sind einige Szenen, die hat der Film jetzt nämlich, dann doch mit einer dezenten Härte trotz der Lacher versehen. Also ist man ein bisschen von einem Extrem ins andere gewandelt. Vielmehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wenn ich mich wirklich überraschend kurz fasse, ab und an kann man es einfach schnell auf den Punkt bringen. Manchmal muss ich halt sabbeln. Egal, City Hunter dürfte so ziemlich der trashigste Jackie Chan Film sein, zumindest der trashigste, den ich kenne. Aber mir persönlich liegt das Anime-Manga-Flair mit seinem kaputten Humor und den dämlichen Sprüchen doch sehr gut. Die Action ist wie gewohnt erste Sahne und ja, wäre da nicht die obskure Gesangseinlage, fände ich den Film noch besser. Ist etwas anders als von Jackie gewohnt, aber es ist definitiv sehr sehenswert. Und ja, wie gesagt, wie so immer, wie so häufig, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, liebend gern, schreibt in die Commentary Section. Ich freue mich immer, wenn man da ein bisschen diskutieren kann. Und nun ja, dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr schaltet da rein. Euer Aquifel.